Hallo, herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Wie ihr alle wisst, ist schon ein bisschen her. Bis jetzt habe ich keine Lust, ein Tutorial gemacht zu haben. Aber jetzt mache ich es über den neuen Klienten. Wie ihr wisst, ist der letztens erst rausgekommen. Vor ein paar Monaten. Den haben sie erst seit heute reingezogen. Dass das so am Startmenü ist, finde ich auch recht geil. Auch ein bisschen höher. Auch wenn es auf Deutsch sein könnte, was ich sehr blöd finde. Da sind wir wieder zu blöd für. Tja, kennen wir aber von Big Point. Am Anfang, ich muss es nochmal zeigen. Ich habe meine Größe vom Bildschirm, das ich vom Raumschiff und so, erstmal hochgestellt. Ihr müsst die Pixelanzahl von euch. Am Anfang ist es auf dieser Größe hier. Ja, bla 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 bla, leck mich doch. Ist mir doch egal, was du da hast. Dann am Anfang, wenn ihr das normal startet, zum ersten Mal, wird es in dieser Größe kommen. Aber mir persönlich gefällt es nicht ganz, weil das ist etwas zu klein, meiner Meinung nach. Deswegen geht ihr so auf Eigenschaften. Einfach auf deinem Desktop, auf keine Datei oder so. Geht dann auf Einstellungen. Dann könnt ihr hier ablesen. Also ihr geht am besten, tut eure Pixelzahl immer so hoch wie es geht. Dann guckt ihr hier, wie viel Pixel ihr habt. Aha. So hoch könnt ihr dann auch das hier einstellen. Das heißt, ich kann das Maximale reintun. Ein Laptop kann zum Beispiel nicht das Maximale haben. Es gibt auch ein paar Rechner, also Bildschirme. Bei denen ist das schon die maximale Größe. Bei mir aber nicht. Deswegen, ich kann jetzt auf das hier gehen. Eigentlich könnte ich noch größer, aber das gibt es leider nicht. Hier. Dann, wenn ihr die geändert habt, müsst ihr auch nochmal auf das Kreuz klicken oder so. Und es beenden. Oder es einfach schließen nochmal. Dann meldet ihr nochmal an. Dann habt ihr es auf der Größe. Dann macht ihr auf Vollbild. Jetzt die einzelnen Funktionen vom neuen Klienten jetzt erstmal hier so. Also folgendes. Mal erstmal alles hier rein, damit ich das einzeln erklären kann. Ja, ich weiß, meine Menge ist cool, aber naja. Also, zuerst erkläre ich euch, was das hier für einen Sinn hat, dieses Ding. Ich fliege hier mal in die Ecke, damit ich niemanden störe. So. Also, das hier, das ist das Dings, das Schloss. Das ist sehr sinnvoll, das braucht ihr auch, damit ihr, ich finde das am Anfang hier so blöd, damit ihr hier eure Sachen verschieben könnt. Ihr könnt es zum Beispiel auch so rein oder so rein oder so rein. Je nachdem, wie ihr wollt, einfach auf das komische Ding klicken. Ich mag es am liebsten so. Dann packe ich es mir immer nach hier so. Passend, perfekt, passend rein. Finde ich recht cool, wenn das hier so gut reinpasst, weil das alles warmförmig ist. Die hier, die kann man leider nicht verschieben. Allerdings kann man die Kohle hier so reintun. Hat man hier fast schon so eine Wabe, so was Richtiges. Das baue ich mir immer zusammen. Müsst ihr nur gucken, dass das ordentlich aussieht. Könnt ihr natürlich auch anders machen oder so. Damit könnt ihr diese Dateien hier verschieben, diese Sachen hier verschieben. In das Ding könnt ihr auch hier, wenn ihr jetzt hier drauf geht. Könnt ihr, während ihr das so habt, könnt ihr da Sachen reinziehen. Zum Beispiel, ich habe da momentan die Smart-Bomben nicht drin. Die kann ich dann einfach da reinziehen. Dann, was mir das bringt, ist, solange ich. Hier, während ich jetzt am Fliegen bin, zum Beispiel, wenn ich dann gerade am Betteln bin, dann muss ich nicht immer hier drauf gehen und dann darauf klicken. Und dann kann ich einfach mal ganz kurz darauf klicken und dann los. Ihr könnt euch das hier jetzt selber zusammenstellen. Wie ihr es macht, ist Big Point egal, mir auch. Dann kommen wir jetzt zum weiteren Menü. Das Raumstift hier, das ist jetzt komfortabler gemacht. Das könnt ihr hin verschieben, wo ihr wollt. Ihr könnt es auch direkt auf euer Raumschiff verschieben. Wer sein Raumschiff nicht mag, zum Beispiel, weil er einen Phönix hat oder so. Was weiß ich nicht. Kann ja mal sein. Dann könnt ihr, wie beim alten Client, nur ist es etwas besser. Ihr seht hier direkt die Munition. Könnt hier drauf
die Konfiguration direkt wechseln. Das ist ja praktisch auch beim Battle. Wenn ihr zum Beispiel gerade so eine Kurve macht hier, könnt ihr mal eben schnell drum draufklicken, was ich auch sehr geil finde. Jetzt hat es irgendwie ein bisschen gelackt. Kann mal passieren. Dann seht ihr hier das Sternsystem. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit über öffnen. Hier seht ihr dann die Maps auch in einer besseren Grafik. Es sollen ja bald noch Maps dazukommen, aber davon ist mir auch egal. Das ist sehr nützlich so. Dann kommen wir jetzt zu den Questen. Die könnt ihr jetzt hier besser sehen. Das kann man leider nicht. Was haben die jetzt hier für eine Scheiße gebaut? Ja, im Moment ist das hier nicht sehr gut sehbar. Hier könnt ihr dann, hier könnt ihr dann die Questen auswählen. Wer hier gerade machen seid, hier sind eigentlich drei Pünktchen. Zwischen denen könnt ihr auswählen, eure Questen leicht angucken. Die könnt ihr auch irgendwo hin verschieben, das ist bei allen Fenstern so. Auch das könnt ihr hier so rum verschieben. Genau das hier bei der Minimap. Ich zeige euch als nächstes. Die Minimap kann man erstens kleiner machen oder größer. So, was ich mal lol finde. Wenn man sein Raumschiff komplett mit der Minimap überkreuzt und dann so fliegt. Einmal bin ich mal im Battle mitgeflogen. Also, wenn man sich hier... Das hier ist speziell für Battles gut, dass man das vergrößern kann, weil man kann es dann größer machen hier, ungefähr auf diese Größe, und kann dann besser hier die Position anklicken, besser. Was ich persönlich besser finde. So, die Mini-Map kann ich rausmachen. Dann kommen wir jetzt zum... zum Persönlichen, zum User. Hier seht ihr Folgendes. Das ist jetzt etwas komplizierter. Man weiß nicht ganz, was es ist. Hier seht ihr eure Erfahrung, eure EP. Und hier euer Level. Und da auch Ehre. Hier könnt ihr dann euren Jackpot sehen. Das ist besser gemacht. Bei meinem alten Klienten konnte man das nicht. Konnte man das zwar sehen, aber es war blöd irgendwie. Euer Oridium und euer Credit. Dann kommen wir noch zum allerletzt, zum Logbuch. Das ist nicht unbedingt wichtig, aber hier ist anstatt dieses alte, im alten Client gab es da was. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Ich kann jetzt mal ganz schnell zum Streuner killen. Lass mal kurz mit X2, damit es schneller geht. Damit könnt ihr jetzt, dann seht ihr hier euer Logbuch drin, was geschehen ist. Auch ob es zerstört wurde oder so. Dann habt ihr zum allerletzt hier den Chat, was ich jetzt recht cool, was ich blöd finde, dass man den Chat nicht auf komplette Größe ziehen kann. Das heißt, du kannst ihn zwar größer machen, allerdings gibt es wie bei einem Client das Vollbild nicht mehr. Das stört ein wenig. Das finde ich nicht so gut. Das war es eigentlich zum neuen Klienten. Achso, eine Sache fehlt noch zum neuen Klienten. Hier eine, das Labor, also die Verdellung. Das ist jetzt auch in Kombination mit dem Skylab. Hier habt ihr das neue Serprium, ja. Das ist das Update-Rohstoff. Habt ihr bestimmt auch schon. Ich sage euch jetzt nochmal, damit ihr keinen Bug habt oder so. Das kann man gar nicht mehr auf den Antrieb beziehen. Hier habt ihr neue Promentium. Könnt das hier direkt verdellen. Also prommen, damit es mehr wird. Dann könnt ihr hier auf Updates das direkt updaten. Während ihr noch am Fliegen seid, dann müsst ihr nicht zwischendurch vom Bildschirm weggehen oder so, dann könnt ihr gleichzeitig auf den Bildschirm achten. Das finde ich recht cool. Ich kann einfach mal auf beides 100 Minuten ziehen. Das Serpium habe ich leider nicht momentan. Das kann man auch nur im Skylab haben. Aber über Skylab will ich jetzt gar nichts sagen, weil darüber haben andere schon ein Tutorial gemacht. Und das brauche ich jetzt nicht machen. Weil ich bin dafür einfach zu faul. Also, das war jetzt vom Ultranoob, vom Nubi, von der RW in der die G-F Gemeinschaft. Wir wünschen euch unter den Dark Orbin Zockern viel Spaß auf der Karte. Hoffe, ihr seht uns auch mal und ihr seid auch mal gerne nett zu uns. Nein, der Joke. Ja, das war der Nubi von Erde in der G-F Gemeinschaft. Ciao. PS? Nein, ich habe kein PS. Scheiße.